So, nachdem wir in der letzten Folge ein paar Verluste mit erleiden mussten, machen wir uns auf den Weg in den Mondberg und können dann direkt ein neues Pokémon fangen. Oh! Diktri hat schon was, aber ich dächte, Diktri ist auch schwer zu fangen. Aber wir haben ja unseren Kollegen hier. Oh, aber ob der stirbt? Ach, da guck, da machen wir ein bisschen Aquaknarre und hier ein bisschen Blubber. Und dann Hypnose und dann soll das klappen. Solange uns der Kollege nicht ganz verloren geht. Okay, noch ein Volltreffer überlebt es, glaube ich, auch. Wage es dich, mich zu meucheln. 7 hat er mir abgezogen, okay. Okay, so. Ich denke, den Diktri kann man gut gebrauchen. Bleib bloß am Leben, Kollege. Yes! Du gehörst uns. Wir haben 9 Kollegen. Oh nein, ich habe nur 3 Bälle. Nein, 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 nein. Ist aufgewacht. Bleib am Leben. Summer. Jetzt piept's wieder. Komm schon. Tu mir das nicht an, Diktri. Nein. Ach, er schläft aber noch. Na, komm schon. Komm schon. Jawohl. Diktri wurde gefangen. Es piept. Ich finde das cool, wie es jetzt noch im Hintergrund piept. 3 Dikta bilden dieses Pokémon. Es gräbt sich bis zu 40 Kilometer tief in die Erde, um Erdbeben auszulösen. Shaker. Das ist ein Shaker. Und dann würde ich sagen, wir haben unser allererstes volles Team. Mit Shaker. Heilen. Heilen, ganz schnell heilen. Ich glaube, damit können wir gut leben, mit so einer Ausbeute. Ich würde sagen, wir wollen es heute auf jeden Fall schaffen, durch den Mondberg zu kommen. Ein bisschen Team Rocket prügeln und ein paar Zubat verhauen, wenn da. Das ist ja gar nicht der richtige Mondberg, ist ja random. Was könnte da am häufigsten auftauchen? Diktri. Zu viele Dikta, Abklatsche. Nun gut, aber erstmal holen wir uns hier drüben Items. TM26, damit kann ich herzlich wenig anfangen. Was ist das? Klar, das lernst doch auch von selbst. Und ein Sonderbonbon, das können wir auch gut gebrauchen. So, ich will nicht gegen Leute kämpfen gerade. Oder. Oh, ein Daubi. Guck mal. So, ich bin Abra. Marvin hat gesagt, ich soll auch andere Pokémon trainieren. Also hau ich direkt Ninja-Katze wieder raus. So. Komm, jawohl. So, jetzt muss ich mir merken, wenn ich jetzt noch Pokémon fange, dann landen die in derselben Box, wie die Pokémon sind. Dich hätte ich auch gern mitgenommen. Wie die Pokémon. Obwohl, selbst nicht ein. Wo die Pokémon sind, die schon verloren haben. Boah, das war schwer. Hornattacke. Okay, nein. Nein, 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 nein. Wir heilen noch mal kurz und dann gehen wir da durch. Aber mit Rizoros lege ich mich nicht an, wenn das so aussieht. Ich möchte jetzt erstmal noch Abra hochleveln, bis es sich entwickelt, dass wir wissen, womit wir stehen. Und dann würde ich am liebsten Vapuzzi weiter trainieren. Weil mit Wasserattacken, also jetzt sind Diktri und Vapuzzi die einzigen Pokémon, die irgendwie richtig was drauf haben an Attacken. Weil, okay, Ninja Cat kann. Oh, ich bin ein Magnet. Kann zwar sein Biss und Kratzer und so, aber das hilft mir ja zum Beispiel gegen Rizoros herzlich wenig. Miau! Boah, voll getackelt! Ha! Ist ausgewichen. So ein Knetsch. Ich laufe weiter, Mann. Oh. Ich hab doch schon hier was gefangen, hört auf. Und warum kann Abra keine Attacke? War vielleicht doch keine gute Entscheidung, das zu fangen. Naja. Oh, Windstoß. Bin eine Katze. Aber hier sollten wir doch. Obwohl, man weiß ja nie, was die Leute an Pokémon haben. Am besten kämpfe ich einfach gegen niemanden. Aber zum Glück halte ich mich auch nicht an meine Regeln. Was gibt's? Meine Kumpels müssen gleich hier sein. Oha! Frau! Entschuldigung!
Jetzt geht das rund. Göre möchte kämpfen. Oh, hier, Rocky. Wenn das nicht Level 14 wäre, würde ich ja Quapuzzi einsetzen. Aber weil ich Summer nicht verlieren möchte, mache ich es nicht. Autsch. Wie viel Schaden machst du? Ach ja. Ja, das dürfte ich gerade noch gewinnen. Na, jetzt. Mach mal halblang. Kann auch ein bisschen schneller gehen. Wir wissen alle, dass du verlierst. Sollte ich nochmal heilen gehen? Auf jeden Fall, ne? Ich lieb die Wege bis zum Pokécenter, ja. Ach, hör doch auf. Ich fress dich auf. Mann. Level 12. Bam, badadam. Ich hab verloren, tja. Und da können dir dein Kumpels auch nicht helfen, wa? Jetzt laufe ich weg, bevor die mich knallt. Da, 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 da. Mir eine knallt, meine ich. Ma. Du, 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 du. Bop, 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 bop. Wir haben ein volles Team. Ich hab zu früh angesetzt. Ach man. So, wir sind schon 6 Minuten dabei und wir haben nur Diktri gefangen. Das heißt, jetzt muss es vorangehen. Ist auch eigentlich ganz schön riskant, so Abra an erster Stelle zu haben, ne? Ein heftiger Karatschlag oder so und Snobelik hat's erwischt. Ich bin Taubfi! Trainieren wir weiter, Mann! Ich hasse Sandwirbel über alles! Oh, ist das zum Kotzen. Alter, ist das anstrengend. Ninja Cat, einmal bitte Meuchelmord. Dann kann ich Electek schon wieder vergessen für die Höhle. Nochmal will ich jetzt nicht zurücklaufen. Ein Volltreffer. Sauber, 15 EP. Wir gucken mal. Hier unten gab es ein Item. Glaube ich. Ein Typ. Hey, schleich nicht so herum. Streber. Russer. Lol, es ist schwarz. Gegen sowas, da habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Da setze ich meine Katze ein. Au! Wir machen das einfach weiter so, bis Abra sich entwickelt. Jawohl. Da, schon Level 13. Ich habe recherchiert, noch 3 Level, dann entwickelt es sich. Ein Ditto. Womit komme ich am besten schnell klar? Ach komm, setzen wir mal dich ein. Das ist eine Schnapsidee. Das ist eine richtige Schnapsidee. Nee, 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 halt, stopp. So rum machen wir es. Jetzt ist es sowieso zu dämlich, aber jetzt mache ich so. Boah, was war denn das für ein Ton? Haha, jetzt kannst du nur Ruckzuckhieb und Silberblick. Haha. So. Shaker. Das sieht auch aus. Guckt so richtig dämlich. Ach, kann sogar Schaufler. Hätte ich vielleicht vorher mal gucken sollen, was ich kann. Aber Erdbeben ist sowieso, also da kann man schon gut drauf vertrauen. Ist bestimmt besiegt. Yes! Volltreffer! Shaker, Shaker, Level 6. So soll das aussehen. So kann es gerne weitergehen. Das war schön taktisch. Und kein Problem. Meine Pokémon bringen es nicht. Wild. Ein Dickter. Auf Level 7. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier Quapuzzi nach vorne setze, ist das schon gar nicht so schlecht. Abra, entwickel dich bitte. Autsch. Was? Ich glaube, es hängt. So, was bist du? KP plus. KP sind immer gut. Und die gebe ich direkt hier dran. Einfach, weil ich denke, dass das so voll okay ist. So, liegt hier noch irgendwas rum? Ich war hier gefühlt noch nie, hier unten. Oi. Das hätte ich auch gern gefangen.
Ich möchte eine Elektroattacke. Elektrik, verdammt. Was ist Lapras? Soll bestimmt Loch Ness Monster sein, ne? Das ist kein Monster. Entschuldigung. Hey, 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 ganz vorsichtig. Oh mein Gott. Jetzt würde ich gerne Electek einsetzen, um noch den Schlag zu machen. Aber dreimal wechseln lohnt sich eigentlich nicht. Hallo, Auto, bist du irgendwie ein bisschen... Nein? Ja, hier liegt noch was. Was bist du? Nugget, ein bisschen Kohle kann man immer gebrauchen. Und Superschub. Obwohl, nein, wir lassen erstmal Abra sich entwickeln. Hey, fast digitieren gesagt. Kommt noch was? Nee, okay. Ach nee, hab Angst vor fremden Menschen. Alter, das war jetzt aber ganz schön lange kein Kampf. Ein Smetbob. Das habe ich früher immer gefangen, um gegen Rocco zu gewinnen. Also, Vertania, Wald, Raubi, wir schon. Oh, meine Katze stirbt bald. Bitte nicht! Ah! Oh. Ich gehe nochmal heilen. Einmal noch. Da ist er fast durch die Höhle durch und dann sowas. Nee, jetzt habe ich Angst. Oh, halt! Was? Was? Warum? Ich dachte, da komme ich raus. Ich, Dicker, du Mensch. Setz doch Superschutz. Sag mal, bin ich falsch gelaufen? Nee, er wollte schon sagen. Oh man, ey, man sagt, es kommen kaum Pokémon, ne? Also wirklich. So, und einmal bergab, bitte. Jawohl. So. Einmal noch fix heilen. Politöd. Das war, glaube ich, Quark. So, ne? Politöd. So, dankeschön, Schwester. So, jetzt keine Gefangenen mehr. Jetzt geht's rund. Töff, 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 töff. Und so machte sich der bemützte Bengel auf seinen Abenteuer. Da ist ein Diktar. Auch wenn mein Abra halt nur Konfusion gönnte. Ja, da habe ich auch geguckt, das lernt halt bei der Entwicklung. Aber bei der Entwicklung zu Kadabra. Das heißt, ich müsste schon heftig Glück haben, dass da Kadabra rauskommt. Ja, ich glaube, das geht gar nicht. 40 EP, das lohnt sich, das sind ja Peanuts. Oh mein Gott. Soll ich den Superschutz einsetzen? Ich weiß nicht. Lieber nicht. Aber die EP nehmen wir jetzt mit. Ja, dann hat Ninja Cat gleich wieder keine KP. Muss wieder rausgehen. Möglich? Gut möglich. Na komm, verschwinde. Vielleicht soll ich meinen Sonderbonbon schon an irgendwen verfressen lassen. Ich will nicht gegen die da oben kämpfen, ich gehe hier lang. Haha. Na, Snitch, verlaufen. Magnetilo. Alter, mein Auge. So, juckt. Kein Auge, nee, Augenlid. Oh, ich hasse. Wenn die Musik noch nicht angefangen hat zu spielen. Ach, dich nehmen wir aber mit, du gibst bestimmt ein paar mehr EP. Obwohl ich ja gar nicht weiß, wie das mit der EP überall funktioniert. Könnte auch sein, dass ihr jetzt nur 8 gibt. Alter, das wollte mich voll heulen und es war einfach nicht sympathisch genug. Jawohl, Volltreffer. Kein Level up. So, aber komm, gegen den Bengel kämpfen wir. Wenn es enden soll, dann hier... Hallo? Oh mein Gott! Du hast mir eben voll Angst gemacht, Smetbo. Nee, warte, ich brauche die KP und alles für den Trainer jetzt. Dich mach ich rund! Bist du auch auf Forschungsreise? Boah, lesen ist schwer.
T-Naga. 3.00. Seit 10 Jahren. Na komm, Katze. Weepin Bell heißt das, glaube ich, auf Englisch oder so. Oder Victory Bell? Ich weiß nicht. Oh, Rasierblatt macht immer Volltreffer. Oder sehr oft auf jeden Fall. Das ist nicht gut. Okay, einen überlebe ich noch. Verdammt! Weg, 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 weg! Nein! Das ist wie Schlitzer! Oh, stell dir mal vor, ich hätte jetzt nicht getroffen oder so. Level 17. Lernt Schlitzer? Nein! Zahltag Willi! Ja, kann man mitnehmen. Heuler. Habe ich noch nicht einmal benutzt. Na toll, jetzt. Und ich habe keine Tränke. Macho Mai. Macho Mai. Möglich. Mach. Kampf ist wirkungslos und normal auch. Sollte ich ja. Könnte ich ja vielleicht keine Probleme haben. Ach du. Macho Mai. Bin-ni-ni-ni-ni. Komm, triff dich. Ja! Taktik! Taktik spielen macht Spaß. Sonst breche ich voll drauf. Jawohl, jetzt ein Pokéball drauf. Na komm, es lohnt sich eh nicht mehr. Ja! So holt man EP für irgendein Pokémon. Na komm. Da, Leute, mein Nebulak hat einen Macho Mai besiegt. Ich will nichts von euch hören. Level 9. Das waren 4 riesige Level-Ups. Carpador, ach komm. Na, wer braucht EP? Na, Wasser gegen Wasser ist doof. Na komm. Ich mache jetzt unser Diktri. So, einmal Erdbeben mit. Ich habe mich verdrückt. So, und jetzt macht das hier Explosion oder so. Man kann ja auch Attacken randomisen. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Aber das wäre ja ganz schön heftig. So, ja, Carpador, tschüss, tschüss. So ein Mist, verloren. Ich gehe heilen. Aber schneide ich raus. So, einmal heilen, bitte. Dankeschön. Und was zurück geht's. Nee, 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 nee. Gegen dich haben wir gewonnen. So. Viele Räume hat, glaube ich, der Mondberg gar nicht mehr. Aber ein super Traum. Toll, hätten wir auch nicht rausgemusst. So. Hier gab es früher immer Paras. Das weiß ich noch. Und was gibt's hier? Ein Pixie. Pixie sieht tausendmal besser aus als Knuddeluff. Knuddeluff ist ja eine heftige Verarsche in dem Spiel. Mit seinen fetten Augen. Da habe ich mich an dem Wort verschluckt. Warum? Oh mein Gott, ich flüchte, wenn ich nicht treffe. Danke. Komm, direkt weg. Jetzt bin ich paralysiert, das ist nicht gut. Hatte ich mir nicht Paraheiler gekauft? Ja! Ich bin voll gut. Da. So, und jetzt geht's ja rund. Hier gibt's nochmal irgendwo Items. Hier oben? Gibt's hier unsichtbare Items? Schade. Nidoqueen. Na klar. Das ist auch als. Nidoqueen war mein erstes voll entwickeltes Pokémon, weil ich in Pokémon Go gefangen habe. The more you know. Da guck, wenn ich Kadabra hätte oder so, Konfusion, das wäre halt auch weg. Au. Wenn dich so ein Vieh antackelt, ne? Alter. Und dann Rutenstark. So. Aber doch, ich denke, mit unserem Team-Setup aktuell kommen wir gut voran. Erreicht Level 15. Noch ein Level, dann entwickelt es sich. Nee, nee, nee. Ich hoffe zu was Solidem, damit ich nicht auf irgendwas Neues zurückgreifen muss. Weil ich mag Abra eigentlich.
bin ich voll der Fan von. Miau! Blubbel! Macht Blubber die Initiative runter? Ich glaube Blubstrahl. Ich weiß es nicht. So. Nee, hat noch nicht gereicht. Ich wollte eigentlich genau da einfach nicht stehen. Was? Was? Warum? Warum ich hätte das so. Was kann das? Macht mich das tot? Du kannst. Oh, das kann doch bestimmt irgendwas Heftiges. Oh. Schnell, schnell, schnell. Von der Bildfläche weg. Nein, weg, weg, weg. Oh mein Gott. Ei, ei, ei. Alter, das ist zu viel für mein Herz. Einmal voll heilen, bitte. Boah. Das muss nicht nochmal sein. Oh, ich habe jetzt angefangen zu schwitzen. Aber das sind Pokémon, die überleben alles, wenn sie das auch mal hatten. Da flüchte ich. Gegen Kampfattacken, da habe ich Angst. Kannst vergessen. Darf man in Nuzlocke flüchten? Ach, ich habe ja meine eigenen Regeln gemacht. Da, guck, den kann ich besiegen. Boah, Mewtwo, Alter. Einfach so mit seiner buckligen Haltung. So, wir sind bald raus aus dem Mondberg. Viel gibt's nicht mehr zu tun. Ein Blubbel. Boah, das hätte jetzt aber auch ordentlich schief gehen können. Oh, wenn du bis jetzt einfach daneben gegangen wärst, wäre es vorbei gewesen. Da. Du. Obwohl, zwei Kämpfe kommen noch auf uns zu, auf jeden Fall. Was kannst du? Ich mag diese Riesen-Pokémon nicht. Ich habe Angst, dass die irgendwie Risiko tackle können und mich übelst aus der Affäre ziehen. Oh, oder Kopfnuss. Bis, los. Komm. Jawohl. Amnesi, ich bin ein bisschen doof. Über Amnesi. Amnesi macht man sich nicht lustig. Level 16! So, zeig her. Bisaflor. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, ob das irgendwann was lernt. Lernst du jetzt was? Okay, wir haben es auf jeden Fall dabei. Und unser Quapuzzi übernimmt den obersten Rang. Bisaflor. Ja. Nein, gegen dich will ich nicht kämpfen. Das Dumme ist jetzt, ich muss auch irgendwie flüchten. Da, seht ihr. Zum Glück habe ich nichts Dummes gemacht. Nein, weg. Hab keine Lust auf Kickli. So, hier oben, Team Rocket. Wir vom Team Rocket werden die Fossilien finden, die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen. Lol, er hat Pläne. Er hat eine Peitsche. Nidoran, weiblich. Sind die schon Boden? Ich traue mich gar nicht, gegen die so anzutreten. Aber die können Doppelkick. Glaube ich. Okay, Tackle. Komm. Also mein Ninja-Katze ist schon sehr unentbehrlich. Ha! Und Summer wird stärker. Ah, jetzt weiß ich echt nicht, was wir mit Bisaflor anstellen. Muss ich mal mich vielleicht ein bisschen erkundigen. Bonita sieht aus, als hätte das High Heels an. Guckt euch das an. Was ist das? Na los. So, eigentlich müssen wir es jetzt nur noch schaffen, gegen den Fossiltypen zu gewinnen. Yeah. Was ist das für eine Hupe gewesen? So, und hier können wir uns aber noch ein Item mitnehmen. Hier wäre ein Mondstein. Oh, wildes Pokémon Mewtwo. Warum laufen die hier alle rum? Bisaflor, ich brauch dich. Jo, Kometenhieb, wer übertreibt direkt? Was er alles kann. Okay, hier hinten. AP Plus.
Ja, habe ich jetzt. So, ich weiß nicht, ich habe Angst, deswegen. Und Ninja Cat ist fast tot, deswegen direkt am Anfang nehmen. Stopp, Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst! Die Fossilien gönnen mir! Also, der Team Rocket-Mitarbeiter wollte übrigens die Fossilien finden, die da oben liegen. Drei Pokémon. Jugong. Jugong! Oh, Ninja Cat, schaffst du das? Ich vertraue auf dich. Ja! Ninja Cat! Ninja Cat! Also, obwohl Marvin gesagt hat, ich solle. Na komm. Ja. Volltreffer, komm schon. Sternschauer, das besiegt mich nicht, oder? Oh. Das, ja, jetzt ein Volltreffer. Vielen Dank auch. Level 19, das geht voran. Rizeros, warum? Warum sowas? Und sag mal, ist erst Level 7. Okay, Rizeros. Das konnte Hornattacke. Ob das schon irgendeine Gesteinsattacke oder so kann? Ich hoffe einfach mal, nein. Mein Geist macht dich rund. Ha, mein Geist ist vor allem schneller als du. Komm, wir wollen gar nicht wissen, was du kannst. Ja, Mann. Genau wie vorhin. Komm. Komm, sei paralysiert. Gegen mich kannst gar nichts. Nee, 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 nee. Und Nachtnebel macht jetzt schon 9 aus. Komm, tschüss. Ihr starken Pokémon, ihr denkt, ihr könnt alles, aber gegen meine Geister habt ihr nichts zu rocken hier. Tschüss, weg, weg. Will ich nicht mehr sehen. Nee, 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 nee. Na, war's auch schon. Jawohl. Level 12, super. Das ist ein richtig guter Fortschritt. Mit Nachtnebel, egal an was es sich entwickelt, haben wir eine super Attacke. Ich gebe dir eins ab. Ich war immer Fan von Kabuto. Aber das wird ja bestimmt nicht das werden. Ich heilige Lord Helix nicht. Dann gehört das hier mir. Ja, schön für dich. Und es leben immer noch alle. Und jetzt, das war's. Oh, guck mal. Komm. Letzten paar EP nehmen wir noch mit. Letzten paar EP nehmen wir auch noch mit. Aber gut, dann hat das doch alles ein gutes Ende gefunden. In Pokémon Gelb wäre hier jetzt noch Team Rocket aufgetaucht. Und wir stehen am Ende des Mondbergs. Und dort in der Richtung wartet Azuria City auf uns. Und das machen wir beim nächsten Mal. Ich sag Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.